Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Im letzten Part haben wir Schloss Kaelin endlich befreit. Und haben herausgefunden, dass Layla ein Spion für Ossetia ist. Und anscheinend auf unserer Seite. Ich habe so ein schlechtes Gefühl, dass sie irgendwie uns verraten wird. Ähnlich wie Raven. Raven ist jetzt auch erstmal für uns, aber der will ja auch Hector ankragen. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das alles zum Guten wendet, weil ich mag Layla. Naja, machen wir hier weiter. Lady Lyndis, ihr alle, ich bin froh zu sehen, dass es euch nicht zugestoßen ist. Ich werde Marquis Laos verfolgen. Beschützt meinen Großvater. Einen Moment bitte, Lady Lyndis. Bitte nehmt dieses Juwel, bevor ihr uns wieder verlasst. Juwel? Wir konnten es in Sicherheit bringen, bevor Laos Männer unsere Schatzkammer plünderten. Wir werden uns um Lordhausen kümmern. Bitte, Lady Lyndis, kehrt wohlbehalten zu uns zurück. Das werde ich. Hab Dank. Und wir halten ein weiteres Feuerjuwel. Wahrscheinlich war das die Belohnung dafür, dass wir, Machen wir jetzt mal das Eisenschwert weg. Dass wir, alle drei gerettet haben. Und wir können eine Quest beginnen. Das machen wir natürlich. Und speichern das mal hier unten. Nach dem Gespräch mit Layla, einer Spionin aus Ossetia, erkennt Elliwood, dass er zur Insel Valor reisen muss. Ich weiß jetzt nicht, Valor? So habe ich es meistens mal schon, aber Valor vielleicht auch. Naja. Besser bekannt ist sie jedoch unter dem Namen Insel des Grauens. Auf der kleinen Insel südlich von Lycia soll sich angeblich das Drachentor befinden. Mit der Küste südlich von Kaelin als Ziel vor Augen, suchen sie nun im Hafen von Baden oder Badon nach einer Möglichkeit zur Überfahrt. Kapitel 16x, der Hafen von Badon. Da habe ich jetzt mal eine nette Musik. Hört mich an, wir brauchen ein Boot, das uns nach Valor bringt. Er wollt ein Boot zur Insel des Grauens? Ihr seid verrückt. Auf keinen Fall, niemals. In diesem Dorf lebt niemand, der euch dorthin bringen wird. Bitte, wir sind sehr in Eile. Könnt ihr uns die Passage gewähren? Oder könnt ihr uns jemanden empfehlen, der bereit wäre, dies für uns zu tun? Bitte. Ihr habt wahrscheinlich wahrlich dringende Angelegenheiten. So viel steht fest. Eine Möglichkeit mag es vielleicht geben. Wie lautet sie? Ihr müsst es uns sagen. Bitte. Piraten. Wie? Piraten? Genau, sie sind furchtlos. Oder zumindest so nahe dran, dass der Unterschied nicht zählt. Für einen guten Preis würden sie euch bis ans Ende der Welt bringen. Wer weiß, vielleicht entscheiden sie sich dafür, euer verrücktes Angebot anzunehmen. Piraten. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Seid ihr euch sicher, Hector? Mit Piraten arbeiten? Das ist unglaublich. Du siehst es sicher schon in Betracht, nicht wahr, Elliwood? Wenn es keinen anderen Weg gibt, was bleibt uns dann übrig? Ja auch, Elliwood? Dann habe ich euch falsch eingeschätzt. Es ist eine Narrei. Was? Narretei? Okay, Narretei. Auf den guten Willen von Piraten zu vertrauen. Ich werde einen anderen Weg finden. Warum ist sie so zornig? Ich hörte, dass Lynns Eltern von Banditen erschlagen wurden. Banditen zu Land, Piraten zu See. Für Lynns besteht kein Unterschied. Gesetzesbrecher und Mörder. Ja, ich verstehe. Meine Eltern starben an einer Krankheit, aber ich respektiere ihre Gefühle. Da wird sie den Plan mit den Piraten also gänzlich ablehnen? Aber... Ein Jammer wegen des Mädchens. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Suchen wir nach den Piraten. Wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Das ist wahr. Der Gasthof dort drüben ist ein beliebter Treffpunkt der örtlichen Freibeuter. Sie sind waghalsig und unberechenbar. Wir müssen auf alles gefasst sein. Okay. Was habt ihr verloren, Welpen? Ihr seid hier, um mit mir zu sprechen, nicht wahr? Ihr seid der Kommandant der Piratenarmada, oder? Ja, haha. Kommandant der Piratenarmada. Das gefällt mir. Seid ihr Jungen wirklich so naiv? Oder seid ihr einfach nur dumm? Was trifft ihr auf euch zu? Du Unverschämter. Bleib ruhig, Hector. Wenn ich euch beleidigt haben sollte, bitte ich um Vergebung. Wie wünscht ihr, dass ich euch anspreche? Du lässt dich nicht einfach so abschrecken, was? Nun, zumindest scheinst du mir nicht dumm zu sein, Welpe. Captain würde genügen. Ich bin Fargus, Captain der Davos. Fargus? Meister Fargus? Oder soll ich euch Captain nennen? Du gehörst nicht zu meiner Mannschaft, nämlich Fargus.
Also, was willst du? Er sucht nach einer Möglichkeit zur Überfahrt nach Valor. Wie viel bist du bereit zu zahlen? Wir kennen die üblichen Preise nicht. Sagt uns, wie viel ihr verlangt. 100.000 Gold. Was? 100.000 Gold? Und? Wirst du zahlen? Uns bleibt keine Wahl. Aber wir brauchen noch etwas Zeit. Wir besorgen das Gold und kehren so schnell wie möglich wieder hierher zurück. Komm, Hector. Warte doch mal, Eliwood. Eliwood, warte. Wo willst du denn 100.000 Gold auftreiben? Ich bin mir sicher, dass sich hier in der Nähe eine Arena befindet. Irgendwie kommen wir schon an das Gold. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, oder irre ich mich? Nun, nein. Manchmal überraschst du mich, Eliwood. Hast du was gesagt, Hector? Nein, gar nichts. Gehen wir und verdienen uns wieder das Gold. Ahoi, nicht so schnell, Jungs. Was denn? Wir haben das Gold noch nicht. Na, natürlich, das weiß ich doch. Der Captain hat eine Nachricht für euch. Eine Nachricht? Alle meine Kameraden hier im Dorf haben vor, euch anzugreifen. Wenn ihr uns alle besiegen könnt und das Schiff unversehrt erreicht, gewährt er euch die Überfahrt. Umsonst? Kein Gold? Der Captain ist ein wenig kauzig. Er zieht es vor, seinen Spaß mit euch zu haben, als euer Gold zu kriegen. Wünsche ruhigen Seegang. Hey Landraten, hier drüben, hier bin ich. Wobei, das ist ein Witz, oder? Sieht aber nicht witzig aus. Los geht's. Hör zu, der Captain wartet bei den Docks. Sprecht mit ihm und ihr habt gewonnen. Aber glaubt mir, begeht nicht den Fehler und greift ihn an. Wenn ihr den Captain verärgert, gibt es kein Zurück mehr. Vergesst das nicht. Okay, das Glündes. Ich konnte kein Schiff finden, aber wir müssen zu dieser Insel. Scheint so, als müsste ich die Anwesenheit von Piraten ertragen. Hm? Was war das? Ein Aufruf im Dorf? Ein Aufruhr im Dorf? Oh, Lynn, guter Zeitpunkt. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr kämpft gegen die Piraten? Wir kämpfen und... Also wir müssen die Docks erreichen und mit dem Captain sprechen. Dies ist ein Test, der darüber entscheidet, ob er uns die Überfahrt gewährt oder nicht. Zwar verstehe ich kein Wort, aber ich bin hier, also lass mich helfen. Okay, wir kämpfen jetzt also gegen Piraten. Dann wollen wir doch gerade mal schauen. Ich würde gerne mal dir kurz das Feuerjuwel geben. Hat denn hier noch irgendwer was? Genau, Matthew hatte noch diese Heldenzierte. Und der Einzige, der es gebrauchen könnte, wäre ja hier er hier. Oder für was war das noch? Myrmidonen. Was warst du nochmal für einer? Du bist ein Myrmidone. Na, Gedorka ist ein paar Level höher. Ich gebe es erstmal dir rüber. So, und das Silberschwert möchte ich auch noch jemandem geben. So, werde ich das wahrscheinlich erstmal Lynn geben. Die das gar nicht verwenden kann. Okay, dann gib's wieder her. Wenn du es nicht willst, dann Pech gehabt. Kannst du es benutzen? Nein, auch du kannst es nicht benutzen. Warum nicht? Warum könnt ihr keine Silberschwerter benutzen? Ich wette, Markus kann es benutzen. Ja, natürlich. Der muss mal dafür irgendwie ein höheres Level sein. Er kann auch kein Silberschwert benutzen. Sehr, sehr merkwürdig. Könnte Guy zum Beispiel das Silberschwert benutzen? Nein, kann er auch nicht. Das ist komisch. Dann geben wir das Markus halt erstmal. Ich würde Markus gerne noch irgendwie ein anderes Schwert geben, weil sein Schwert ist ja nur fast im Arsch. Ich habe aber gerade auch hier keins. Lynn hat halt zwei Stahlschwerter. Ach, es wird schon gehen. Gut, dann holen wir uns mal unsere Prophezeiung ab. Oh, oh nein, die Dinge sind wohl etwas außer Kontrolle geraten. Konzentriere dich. Umrunde sie. Ja, zu umrunden ist eine gute Lösung. Sprich auch mit den Anwohnern. Vielleicht triffst du sogar jemanden. Aber verschwende nicht deine Zeit mit dem Besuch jedes einzelnen Hauses. Das ist alles, was es sein kann. Ich will aber jedes einzelne Haus besuchen. Gut, speichern wir erstmal.
Was ich für Einheiten nehmen soll, wurde mir nicht weiter gesagt. Ich werde aber Markus da lassen und lieber Sane mitnehmen. Und ich brauche auch keine zwei Heiler diesmal auf jeden Fall. Deswegen nehme ich Sarah mal weg. Und ich möchte auch Hector erstmal weglassen. Und er lasse ich mal drinne. Und nehme mal Will raus. Und setze dafür noch Lowen. Florina. Und Kent ein. Obwohl, statt Lowen nehme ich doch wieder Hector mit. So. Dann speichere ich nochmal. Und dann würde ich sagen, beginnen wir das mal. Melinius erreicht Level 8. Und wir wollen ihn natürlich einsetzen. So, dich haben wir nämlich dazu mitgenommen, um hier die ganzen Häuser zu besuchen. Ich hörte von eurem Wettbewerb mit dem Piratenkönig Fargus. Nerven habt ihr, das muss man sagen. Lass mich euch einen Rat geben. Versucht nicht, die Piraten zu übermannen. Nehmt den schmalen Pfad neben uns und folgt der Mauer bis zum See. Geht vor dem letzten Haus vorbei und haltet euch nahe der Hafenmauer. So solltet ihr schnell zu Fargus gelangen und das Spiel gewinnen. Warum ich das alles? All dies weiß? Nur mein Schatz ist ein Pirat. Sein Name ist Jake und er ist der Beste. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, dass sich Anna um ihn sorgt. Okay. Wir ziehen sie aber erstmal wieder zurück. Pirat. Pirat. Pirat, 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 Pirat. Pirat. Dart. Dart ist auf jeden Fall kein Jake. Das ist Fargus. Und das ist auch kein Jake. Keine Ahnung. Kein Jake hier. So, du besuchst bitte mal das Haus hier. Dieser Weg führt ins Verderben. Die Piraten warten hier auf euch. Denkt ihr nicht, es wäre besser, eine andere Route zu wählen? Ihr habt viel riskiert, um hierher zu gelangen. Ich kann euch nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Bitte nehmt diese Axt. Was denkt ihr? Hübsch, nicht wahr? Allerdings liegt ein Fluch auf ihr. Fürwahr, eine mächtige Waffe. Doch schwingt sie jemand, der vom Pech verfolgt ist? Oh, schrecklich, schrecklich, kann ich euch sagen. Setzt sie nur ein, wenn euch keine andere Wahl mehr bleibt. Teufelsaxt. What? Okay. Dann tue ich erstmal die Mine an, Merlinius, weil Mine benutze ich sowieso nicht. So, dann würde ich mal sagen, das sind lauter Axtschwinger. Sane, geh du mal hier rein. Verzeiht bitte, ich habe gerade eben mit einem alten Seebären gesprochen. Er sagte mir, ihr hättet vor, nach Valor zu reisen. Ist das wirklich wahr? Tatsächlich? Und deshalb müsst ihr mit diesem Piraten fangen spielen? Ich verstehe. Wäre es euch in diesem Fall genehm, wenn ich euch unterstütze? Mein Name ist Kanas. Ich bin sozusagen ein Gelehrter. Auch ich suche nach einer Passage nach Valor. Doch ist niemand dazu bereit, mich dorthin zu bringen. Mein Vorschlag mag euch vielleicht etwas selbstsüchtig erscheinen, nicht? Aber ihr solltet wissen, dass ich im Kampf sehr hilfreich sein kann. Ich bin sehr gut im Umgang mit einer Form der alten Magie. Manche nennen sie dunkle Magie. Ein eher verzerrter Begriff. Wenn ihr mir die Unverblümtheit verzeiht. Aber zumindest kann ich mich ganz gut um mich selbst kümmern. Ebenso wie um andere auch. Okay. Das heißt, was? Hätten sie sich nicht gerührt, hätte ich sie einfach hier sitzen gelassen. Auf sie, Männer, zum Angriff. Okay, ich glaube erst, sobald ich hier nahe genug rankomme, greifen die mich an. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich außenrum gekonnt. Heimbuch. Erhöht Fähigkeit um 2 Punkte, verschwindet nach Einsatz. Schön, die möchte ich haben. Du wirst mir das Ding geben. So, Elliwood geht erstmal nach hier oben. Du tauscht ihm jetzt das Ding ab. Ich möchte nämlich Elliwood das Geheimbuch geben. So. Kent geht auch mal mit hier nach unten. Rebecca geht hier unten mit. Erk geht hier oben mit.
Und Lynn hält sich erstmal hier mit auf und du gehst mal so ein bisschen mittig, damit ich dich überall hinsetzen kann, wo ich dich haben möchte. So, du greifst gleich mal Zane an. Und ich merke gerade, dass mit der Lanze vielleicht nicht so gut ist, aber es klappt schon. So, okay, der greift mich mit der Axt an. Was ich schon erwartet habe, aber... Ja. Yep. So in etwa habe ich das auch erwartet. Gut. Dann wollen wir doch mal anfangen, mit dem Eisenschwert hier um sich zu schlagen. So. Du bewegst dich erstmal hierher. Du bewegst dich mal hier auf den Typen drauf. Und gibst den mal ordentlich aufs Gesicht. Flachs wird ein bisschen wehtun. Oh, ein bisschen sehr. Ah, das ist gerade nicht schön. Aber ein Level Up. Damit auch Kent jetzt auf Level 10. Du kümmerst dich um den Bogenfuzzi. Meisterbogen. Hört sich nicht schlecht an. Will haben. ja, okay. Gut, hauen wir erstmal den Typ mit dem Bogen weg. Auch wenn Rebecca jetzt wahrscheinlich den Axtschlag einstecken muss. Was ich nicht sehr schön finde. Ich könnte natürlich auch Erk, aber Erk hält ja auch nicht aus. 21 KP. Ich könnte mit Erk jetzt angreifen. Und ich mach's auch. Ah, nee, lieber nicht. Es macht leider nicht viel Sinn. Ich hoffe mal, dass es da unten gut geht. Und du benutzt mal wieder hier das Stahlschwert. So. Eliwood Level Up. Damit ist auch Eliwood jetzt Level 9. Jetzt mal hier mit hinterher. Obwohl, warte mal. Wir lassen dich jetzt erstmal mit Flachs angreifen. Jetzt haben wir auch so einen Doppelmagier. Also warum nicht nutzen? Die machen gut Schaden. Ach, der hat einen Wurfball. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Das ist ja mies. So. Aber Lynn kümmert sich dann um ihn. Gut. So in etwa habe ich mir das doch erhofft. Und ich sollte definitiv Rebecca erstmal hier nach unten ziehen. Vielleicht greift ja auch der Axttyp jetzt Rebecca an. Was? Was für eine willkommene Abwechslung. Vielleicht sollten wir auch mitmachen. Lord Eliwood von Ferai. Noch habt ihr nicht gelernt, die Blackfang zu fürchten. Seid bekümmert, denn ich werde euch diese Furcht lehren. Gott. Es kommt noch so ein Typ. Gleich wirst du sterben. Schrei, wenn dir danach ist. Ja, das war gerade unfair. Ich würde sagen, ich starte dieses Kapitel nochmal. Denn das war jetzt gerade etwas sehr überraschend. Ja, klasse. Ja, ich starte definitiv diesen nochmal. Denn mit sowas konnte ich jetzt natürlich nicht rechnen. Gut, ich glaube, dann werde ich mal den Tipp annehmen und mich mal oben lang durchziehen. Weil das hier ist gerade schlecht. Was halt alleine schon daran liegt, dass ich da jetzt auf einmal nochmal angegriffen wurde von drei anderen Leuten. Zuerst vier.
Damit konnte ich ja jetzt schlecht rechnen. Deswegen aussetzen. Möchtet ihr aufhören? Und ja, das haben wir ganz schön verkackt. Wir probieren es im nächsten Part nochmal. Und hoffen, dass ich es dann besser hinkriege. Also, bis dann.